einen ja, illustren, wie scheinbar ungewöhnlichen Gast hier im Comiczentrum, nämlich den Französischen, den italienischen Professor, Autor und Comicliebhaber Umberto Eco, der auch zu Ihnen dann reden wird und einfach mit uns feiern möchte. Und dazu möchte ich noch einen Satz sagen. Umberto Eco kommt, wie gesagt, um sich das Comiczentrum anzugucken und um diesen Anlass zu nutzen, hier ein bisschen zu gucken. Das bedeutet, es ist kein gewissermaßen offizieller Besuch. Er wird zu Ihnen reden, aber es ist keine offizielle Rede in dem Sinne. Es ist auch keine Signierstunde. Ich würde Sie also bitten, sollten Sie, ob zufälligerweise oder nicht, Romane einstecken haben, lassen Sie die bitte im Rahmen der Hose stecken. Es ist nicht gedacht, dass er dann signiert. So, bevor allerdings ich das Wort jetzt an Herrn Boos übergebe, möchten wir vom Comiczentrum kurz noch einer Frau danken, einer Person, die diesem Zentrum wohl ihren Stempel aufgedrückt hat, wie keine andere Person, die ohne die dieses Comiczentrum wahrscheinlich oder dieses Faszination-Comic nie zum 10. Mal hätte stattfinden können, die mich 7 Jahre lang ertragen musste. Deswegen bitte einen fetten Applaus an Andrea Fiala, die das Ganze hier sehr entscheidend mit aufgebaut hat. So, dann möchte ich jetzt Herrn Boos bitten, auf die Bühne. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit vorgestellt, wer jetzt alles hier Umberto Ecos, der Name der Hose, irgendwie in der Hosentasche hat und schon vorbereitet ist darauf, auf die Signierstunde. Wir feiern 2 Jubiläen, 10 Jahre Faszination Comic. Danke, Andrea. Wir feiern aber, was ich fast noch wichtiger finde, 40 Jahre Klenar. Ich habe gerade mit dem Verleger gesprochen und er sagte mir, seit 36 Jahren ist er hier auf der Buchmesse. Das heißt, man muss nur 4 Jahre als Comicverleger durchhalten, dann ist man reif genug für die Buchmesse. Und 36 Jahre Buchmesse, das heißt, man hat viel Erfahrung auf dem Buckel. Das Comiczentrum steht für viele Events. Einerseits für den Sondermann, den bedeutendsten Publikumspreis im deutschen Comicbereich, benannt nach der bekanntesten Figur des 2004 verstorbenen Frankfurter Künstlers Bernd Pfarr. Es steht für den deutschen Cartoon-Preis zusammen mit dem Carlsen Verlag. Es steht aber auch für Zeichenworkshops. Letztes Jahr zum Beispiel Simpsons-Chefzeichner Bill Morrison. Wir hatten einen regelrechten Aufstand hier im Comiczentrum, als er da war. Aber es gibt auch solche Dinge wie den 6-stündigen Signiermarathon mit Nicht-Lustig-Zeichner Joscha Sauer. 6 Stunden hat er signiert und die Schlange wurde nie kürzer. Aber was wir auch erwähnen müssen, denn ich glaube, anders zu anderen Veranstaltungen, anderen zu messen, hier ist Comic und Manga gleichberechtigt nebeneinander. Und Sie finden auch die Cosplayer, besonders am Wochenende für Aufsehen sorgen. Wir haben im Kongresszentrum, im Saal Harmonie, am Sonntag 1500 Leute mit dem Finale der Deutschen Cosplay-Meisterschaft. Aber immer wieder gilt natürlich für alles hier, die Sachgruppe Comic ist zwar die kleinste aller unserer Sachgruppen hier, aber es ist ganz sicher auch die lauteste. Auf der anderen Seite die weniger lauten Veranstaltungen, die Fachveranstaltungen, Weiterbildung, Ausbildung, Tipps für Buchhändler, Bibliothekare, Neuvorstellungen, Diskussionen und Trends. Aber auch, und darauf freue ich mich jetzt besonders, wenn Umberto Eco hier ist, wir haben auch ganz ungewöhnliche Begegnungen. Elke Heidenreich zusammen mit Volker Reiche, Ulrich Wickert zusammen mit Alberto Derzo, den japanischen Opernsänger Toru Tanabe, der mit seinen japanischen Volksliedern die Cosplayer ganz besonders begeistert hat. Ich denke, hier ist immer ein ganz spannendes, ein ganz interessantes, auch zum Teil schräges Programm. Ich wünsche Ihnen auch viel Spaß heute, viel Vergnügen und auf die nächsten 10 Jahre und die nächsten 40 Jahre. Danke.
Bonsoir. I will try to speak English. You know, comics in the world are in French for France, for Europe, France and Belgium, for Belgium, in American for America, in Japanese for manga. So I can speak in French, in English, not in Japanese. We are celebrating this year the 40th birthday of Glénat, because I created this company when I was a student reading comics. And thank you for celebrating this with the 10th anniversary of this place. Between 10 and 40, I have been 35 years in this book fair, and it's still a pleasure to come every year to meet partners, publishers, new and old publishers. We have the passion of publishing books, so this is the right place for that. In this book fair, we have bought a lot of rights of authors from in comics from the world, mainly Japanese authors with a manga, but also people from, for instance, from South America, like Kino or Modillo, from Italy, and even from Germany, because we publish in France two German authors very known, which are Ralf Koenig and Matthias Schultheis. In the other way, we have sold the rights of our books to many publishers on the planet, everywhere in the world. It's more than 150 publishers in the world that publish the books we are making in France. So they are long partners, and we are very happy to work with them. So I hope to be here for 40 years more. It would be difficult, but I like it. So thank you for listening, and good birthday to this place for the fan. Vielen Dank, Herr Boos, vielen Dank, Herr Glénat. Nur noch mal kurz zur Info, Umberto Eco war in der Halle 6, 6.1 bei Glénat. Ja, am Stand, ist jetzt aber auf dem Wege hier rüber, also gedulden Sie sich noch ein, zwei Minuten, dann wird er hier sein. Er ist auch, hat sich etwas verletzt am Fuß, das heißt, er ist ganz schlecht zu Fuß, aber der Empfang hier im Comiczentrum war ihm nun doch so wichtig, dass er halt hierher kommt. Aber Sie können natürlich gerne schon was trinken. Wir haben auch hier ein paar Chips, Häppchen, Müsschen. Das ist so lieb bei einem Empfang. Also bedienen Sie mich. Interested in comic books, and so that's my titles in order to celebrate this event. Also, because I think that there is a particular character of the French and
that we had in Belgium comics in comparison with other countries, because in America usually there are Dime magazine, very popular stuff in horrible paper, and there are only few boutiques in New York in which they sell something similar to the French production, but it is only for effete collectors, effete snobs, as Spiro Agnew would have said years ago. In Italy, equally for a long time, even now, the production of comics has been, well, sometimes before the war, of big albums, a little more elegant than the American stuff, but in general, there are material to be sold in the kiosk, in the newspapers kiosk. Only now there is Euga Comics and somebody else making the carton-bound production. Why? The Belgium, great Belgium tradition, starting with the Tintin, etc. But in particular, the French tradition has lived practically on the cartonnage, so elegant volume, which imposes also to the authors to invent complete stories and to try even more complicated stories. Not only the great heroes in America style, but 19th century stories, stories linked to social life, and so on. And it's a great pleasure to buy comics in Paris, not at the kiosks, but I remember before the Italian invasion of Paris, when Armani had not ruined Saint-Germain-des-Prés, establishing his useless boutique, there was there a twig store in which at 2 o'clock in the night, beyond the possibility of buying a pâté, wine, etc., we went in the basement and you could buy your cartonné for reading before sleeping. It was a great pleasure. Now you're obliged to go there and to buy an Armani, which is absolutely useless for sleeping. Anyway. So the tradition of the French cartonné is really particular, and has slightly displaced the social or cultural function of the comics from a lower level to an upper one, which has been an absolutely interesting operation. I am not saying that the old bag dime albums with the Superman of the Fantastic Four were artistically or culturally irrelevant, but I am saying that with the cartoonist, the publishers were obliged to better quality, even in the terms of paper and in the terms of artists and stories. So, I have nothing else to tell, if not to wish a glorious future to the French cartonnage. Mr. Enko, I just want to say thank you for all the things we have written about comics. I remember a beautiful text about Mafalda. You have written some years ago, and I am very proud you are going on reading comics. Thank you for your interest. Just to repeat what you said, I think they are really, in fact, free civilization of telling stories in this way of what we call bande dessinée. Yeah, it's the American situation with superheroes and
they are numerous. And American people sell these superheroes in Europe and in Asia and in America, everywhere. And the second way is what we call the manga, the Japanese way of telling stories. And Japanese people sell the mangas in Europe and in America. And there is the third one, which is the European one, and European one called bande dessinée. We don't sell to America and we don't sell to Asia. That's our problem now, but we are still in our culture of Europe, and without the success in the other continents, maybe because in Japan and America it's very, very popular, and the way of telling stories here in Europe is more classic and maybe too intellectual, maybe. There is also another great tradition ignored in America. I'm not sure if it is followed in France. In France is the Argentinian tradition. Authors and stories like Dago by Robin Wood, this guy, they are of height, marvelous. I don't think they are translated into, yes, they do, Amanda, Dago, those stories. But they are completely unknown in the Northern America. That's very curious because all the Argentinian school started to produce the celebrated British pre-war and war comics. All the British comics of the Second World War were produced in Argentina. So there was an ability of this group of people to export, and it is very curious that they cannot pass through the American barricade. So I hope now you will watch for comics. Maybe you can be a great scenarist for a new series. I will try to make a contract with him. So we drink to the success of comics.